Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch bei absolutem Kaiserwetter und stelle euch heute einen SUV vor, und zwar den Dodge Durango GT. Das ist dieses schicke Gefährt. 2019er Baujahr, 3,6 Liter V6 und ordentlich Bums unter der Haube. Und deswegen bleibt mal dran, dann zeige ich euch den mal von nahem. Wir haben die neue Front an dem Auto, das heißt, er hat ein Facelift gekriegt und sieht dadurch meines Erachtens noch mal schicker aus. 7 Sitzplätze, kommt mal mit. Ich fange jetzt mal in der zweiten Sitzreihe an. Wir haben hier ordentlich Platz. Dann kann ich einfach hier über diesen Hebel die Rückbank umklappen, kann an diesem roten Bändchen ziehen und habe hier meinen Einstieg, um nach hinten reinzukommen. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 7 vollwertige Sitzplätze. Kann ich wieder einklappen. Und kann, wie das eigentlich bei den Amis mittlerweile üblich ist, über den Schlüssel zweimal drücken, die Heckklappe aufmachen. Und habe auch hier immer noch Kofferraum. Das heißt, 7 Sitzplätze, habe immer noch Kofferraum, Stellfläche, habe quasi wie 2 Ebenen. Ich habe einmal die normale Ebene hier und habe da drunter auch noch ein Fach. Also quasi doppelter Boden, doppelter Stauraum. Wenn ich die Sitze umklappen will, habe ich immer schon gesagt, ich liebe diese simple, geile Umklapptechnik der Amis. Was brauche ich dafür? Nix. Ich ziehe einfach an diesem Band. Ach Quatsch, Trick 17. Ich ziehe an dem Hebel, klappe ihn um, bin fertig damit. Und um ihn wieder rauszuholen, ziehe ich an dem Band. Habe ich so selten gemacht bisher, deswegen bin ich da so unsicher. Dann Rückfahrkamera, Pieps da hinten und schöne große Felgen haben wir drauf. Achso, ich mache mal eben schnell wieder die Kofferraumklappe per Knopfdruck zu. Innenraum. Wir haben Sitze mit Leder-Alcantara-Kombination. Dann haben wir 8-Gang-Automatikgetriebe, was eigentlich mittlerweile Standard ist beim Dodge. Haben die fast überall verbaut. Der Motor ist auch ein Allgemeinmotor. Das heißt, wir haben den im in der gesamten Modellpalette. Wir haben den im Durango, im Charger, im Challenger, im Grand Caravan. Der gleiche Motor ist im Pacifica eingebaut, im Wrangler eingebaut. Das ist so das Allheilmittel, dieser Motor. Das heißt, der ist extrem zuverlässig, extrem gut. Haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Der läuft einfach rund. Und wir haben ihn da. Das ist jetzt der Durango GT als Allradantrieb. Den gibt es auch nochmal als Zweirad. Ich empfehle immer als Allrad zu kaufen. Klar, jetzt sagen alle, wenn ich da in der Stadt jetzt mit cruise mit meinem fetten SUV, brauche ich kein Allrad, ist richtig. Aber wenn man den irgendwann wieder verkauft, ein Allrad ist einfach auch vom Wiederverkaufswert immer ein bisschen besser. Wir haben immer noch diesen großen Streifen, diese große Bremsleuchte. Man sieht sie hier, die geht hier hoch, die ist so geschwungen. Sieht einfach gut aus, ist ein schöner, fetter Arsch. Passt gut zum Auto. Zusätzliche Ausstattung haben wir eigentlich so ein halb digitales Cockpit. Das bedeutet, wenn ich euch das mal mit reinnehme, wir haben nach dem Start. Wir haben in der Mitte dieses Digital-Display, was ich über die Falltasten hier umstellen kann in diverse Richtungen. Da kann ich verschiedene Ansichten einstellen, wie der Tacho aussehen soll. Da kann ich ganz viel rumspielen.
Dann haben wir hier am Rand den Drehzahlmesser und hier haben wir einmal Temperatur und Tankanzeige. Das Hauptcockpit ist hier. Es gibt mittlerweile ein Facelift oder ein neueres Modell. Wir haben das gesehen beim Durango RT. Der hat nochmal ein schickeres Display, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber wir haben trotzdem schon was Feines hier. Touchdisplay, wir haben Apple CarPlay, wir haben Android Auto, wir haben Sitzheizung, wir haben Lenkradheizung, diverse USB-Ports, AUX haben wir, 12 Volt Strom und einfach viele verschiedene Funktionen. Tempomat ist serienmäßig und ich möchte euch gerne mal einen Einblick gewähren, quasi einmal durchs Auto. Also wir haben hier echt massig Platz. Zweite Sitzreihe, da hinten die dritte Sitzreihe. Und was auch immer geil ist bei den Amis, ich zeige euch jetzt mal, das ist da oben, seht ihr es? Ihr könnt die Klimaanlage separat steuern. Das heißt, angenommen, ihr fahrt vorne als zwei Erwachsene, Mama und Papa, und habt zwei Kinder hinten drin. Und die sind in einem Alter, wo sie da oben an diese separate Klimasteuerung von hinten dran kommen. Dann gibt es aber Trick 17, und zwar der Chef sitzt immer noch vorne. Das heißt, ihr könnt das einstellen, dass die Kiddies hinten rumdrehen können, bis der Arzt kommt. Ganz heiß, ganz kalt, wie sie wollen. Und ihr aber vorne immer noch die Haupteinstellung habt. Weil, das haben mir viele Kunden immer erzählt, es ist immer schwierig, hinten die Kinder meckern und schreien, weil hinten 58 Grad sind und die Eltern vorne sitzen bei angenehmen 21 und wissen nicht, warum die Kinder hinten rummeckern. Deswegen ist das echt super praktisch und einfach super durchdacht. Machen wir nochmal aus, dann zeige ich euch nochmal eben schnell den Motor. Wie gesagt, 3,6 Liter V6. Wir haben knapp 300 PS in diesem Gefährt. Aber braucht man auch. Es muss ja auch ein bisschen Spaß machen, wenn ihr mit so einem SUV durch die Gegend rollt, muss man ja auch ein bisschen Bums unter der Haube haben. Da sehen wir hier dieses wunderschöne Aggregat. Läuft wie ein Uhrwerk. Zuverlässig, gut, rund, top. Kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Das war auch schon wieder unsere kurze Vorstellung zum Dodge Durango GT. Wir haben im Moment zwei Stück davon da und ja, solange der Vorrat reicht quasi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzer Überblick. Wenn ihr Fragen dazu habt, Kontaktdaten stehen wie immer unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne und ansonsten danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!